Hallihallo, hallo Leute, ich heiße euch herzlich willkommen zurück zu Fallout 3. Und wir haben als erstes noch einmal vor, in die Damentoilette zu gehen, denn eine aufmerksame Zuschauerin hat mir geschrieben, dass ich auf der Damentoilette, ja, auf der Damentoilette noch etwas übersehen habe. Und zwar Krillenkorken, Herren, Damen. Auf dem Tisch nämlich. Da! Ja, in der Tat. Es sind zwar nur 3 Kronkorken gewesen, aber Kronkorken sind Kronkorken. Und ich habe ja gesagt, ich gehe hier... Ich versuche, so viele Kronkorken wie möglich auch zu sammeln, ne? Also... Demnach, besten Dank dafür! Gut. So, jetzt geht's aber raus. Wir müssen wieder Richtung Megaton. Müssen Moira erst einmal berichten, was wir hier so geleistet haben. Ja. Da rollt das Auge. Nee, ist gar nicht das Auge, oder? Nee, das ist irgendein Stück vom Kopf, so wie es aussieht. Ach, Mel. Ich weiß immer noch nicht, was zur Hölle mit Mel los war, was zur Hölle das sein sollte. Ich bin mir da immer noch voll unsicher. Aber hey. Gut, und damit wir jetzt nicht den ganzen langen Weg Richtung Megaton laufen, können wir uns ganz einfach... nach Megaton porten. Ja. Und da sind wir schon. Gut, dann gehen wir erstmal Richtung Moira vorbei. Ich muss erstmal gucken, wie lange ich... Wie... Ja? Was halt's Maul. Nein. Wie ich aufnehme und so weiter. Warte. 23. Ja, eine Minute ist vergangen. Gut. Kommt gut hin. Dann weiß ich ungefähr, wann ich aufhören muss. So. Nein. Ah. Es ist Sonntag, 7 Uhr, dann würde ich sagen, warten wir mal 2 Stunden, dann müsste eigentlich der Crater Site Supply aufhaben. Ja. Moira! Und? Wie lief die Plünderung? Haben Sie die Lebensmittel und Arzneien aus dem Super-Duper-Mart? Nein, wir wollen ja nicht anlügen. Es war nicht leicht, aber ich habe die Lebensmittel und die Medizin. Tatsächlich? Sie haben es geschafft! Sie haben es geschafft! Ja, das ist gut. Erzählen Sie mir alles darüber. Ich bin auf Raider und einen Roboter gestoßen. Sicher war es da nicht gerade. Die Raider nutzten die Apotheke als Lager für ihre beste Ausrüstung. Sie sagen, Sie haben ein gut geschütztes Geheimversteck angelegt? Ich frage mich, an wie vielen weiteren Orten Monster Schätze bewachen. Momentan brauche ich nichts. Hab gerade eine große Lieferung erhalten. Hier, geht auf meine Rechnung. Der Geschmack ist etwas gewöhnungsbedürftig. Ach, und nehmen Sie diesen alten Lebensmitteldesinfizierer hier. Mit dem sollten fast alle Lebensmittel und Getränke, besser schmecken. Mhm. Gut, dann schließen wir das Kapitel mit der Recherche über Landminen ab. Landminen sind eine der wenigen Gefahren da draußen, von denen man profitieren kann. Entschärfen Sie eine, um sie teuer zu verkaufen. Ich habe Geschichten von einer Geisterstadt gehört, die voller Minen ist. Die Händler nennen den Ort Minefield. Klingt nach dem idealen Ort für Feldstudien. Gehen Sie hin und liefern Sie mir Berichte und bringen Sie mir eine Mine für meine Untersuchungen mit. Ich gehe nach Minefield. Wünschen Sie mir Glück. Keine Sorge. Da geht keiner hin, weil es anscheinend eine Geisterstadt ist. Weil es aber keine Geister gibt, können sie sich auf die Minen konzentrieren. Habe gehört, es gibt einen Spielplatz mitten in der Stadt. Wenn man da hingeht, hat man sicher viel zu erzählen. Okay. Dann erst einmal reparieren lassen. Und zwar das Kampfmesser auf jeden Fall. Ich habe nur relativ wenig Korken, aber das hat nur 6 gekostet. Okay, nice. Ah, das schon mehr. Das möchte ich nicht und das möchte ich eigentlich auch nicht reparieren lassen. Pistole allerhöchstens, aber dann habe ich kaum noch Kronkorken. Dann gucke ich mal eben kurz, was ich hier verkaufen kann. Elektrische Leiter, das kann ich verkaufen, das kann ich verkaufen. Die Munition werde ich erstmal behalten, weil ich nicht weiß, ob es noch irgendeine andere Waffe gibt. Also zumindest habe ich es nicht in Erinnerung. Mit der ich eventuell etwas besser rumhantieren könnte. Die halt auch 32 Kaliberschuss verbraucht, ne? Hui! Okay, Altmetall verkaufen wir. Wir verkaufen Brennstoff. In der Tat. Chinesische Pistole verkaufen wir. Dampfanzeige 2-mal.
Flammenwerfer, ja gut. Ist jetzt nicht wirklich viel wert gewesen. Gleisnägel behalten wir erstmal. Damit könnten wir rein technisch gesehen auch ordentlich was an Preisen rausschlagen. Ich meine, ich könnte die natürlich jetzt schon verkaufen, aber ich sammle die erstmal. Das Heckenschützengewehr. Gut, da brauchen wir höchstwahrscheinlich nur Munition für. Jagdflinte brauchen wir nicht zu verkaufen. Jet eigentlich auch nicht. Können wir erstmal so behalten. Kronkorkenmine werde ich nicht verwenden. Kann ich euch schon mal sagen. Ich werde nämlich in Minefield die Minen aufsammeln und die verwenden. Deswegen verkaufe ich die Kronkorkenminen. Laserpistole eindeutig weg. Lebensmitteldesinfizierer. Behalte ich. Hat zwar 7 Gewicht, aber momentan behalte ich es erstmal. Mini-Atombombe bleibt immer bei mir. Eindeutig. Den Nuka-Cola-Truck, den werde ich höchstwahrscheinlich irgendwie in meiner Butze irgendwo verstecken oder so. OP-Schlauch behalte ich auch. Pfeile haben auch kein Gewicht, kann ich auch gut verkaufen. Allerdings auch erst später. Schmutziges Wasser für den Notfall. Sensormodul 2 weg. Splittermine. Ja, Splittermine. Das sind ja die, die ich dann letzten Endes brauche. Splittergranaten immer schön behalten. Man kann nie genau wissen, wann man die mal braucht. Staubsauger. Sturmgewehr verkaufe ich auch, weil ich das einfach nicht brauche. Wort-Sicherheitsausrüstung kann ich auch noch für ein bisschen was verkaufen. Zündflamme, Vorkriegsgeld behalte ich. Das sind auf jeden Fall schon mal 379 Kronkorken. Allerdings möchte ich ja gucken, dass ich hier ein bisschen was habe. Und zwar zum Beispiel das hier. Allein schon, dass ich da jetzt ein bisschen was für meine wunderbare... Für meine wunderbare Sniper bekommen habe. Das ist es schon wert gewesen. Kampfrüstung. Ja, wäre eigentlich ganz geil, aber die ist recht kaputt. Deswegen nein. Was ich noch möchte, wäre eigentlich... Nein, keine Rakete und auch kein Raketenwerfer. Damit töte ich mich in den meisten Fällen immer selber. Schrotpatronen. Und ein paar Stimpaks. So viele kann ich zwar jetzt nicht kaufen, aber... Nehmen wir mal 5. So, dann bekomme ich zumindest noch ein bisschen was an Kronkorken. Und dann würde ich sagen... Nein! Ich muss erst los. So, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal raus und schauen uns erstmal an, wo Minefield denn liegt. Minefield liegt... Heiliger Schawutzki. Ah, ich dachte jetzt schon, auf dem Weg könnte man auch Richtung Arifu gehen, aber... Nee. Ja gut, Minefield liegt sehr, sehr weit weg. Das heißt, das wird eine schöne Erkundungstour, Leute. Das kann ich euch schon mal sagen. Dann porte ich mich einfach mal Richtung Schule von Spring Whale. Huiuiui. Okay. Ich habe schon wieder vergessen, wie ich Quicksaves mache. Das ist das Problem. Ich spiele nebenher auch noch ein anderes schönes Game namens Vampire the Masquerade Bloodlines. Auch ein sehr, sehr schönes Game. Und da ist der Quick Save und Quick Load auch ein bisschen anders verteilt. Hätte ich jetzt den Quick Save genutzt, den ich bei Vampire the Masquerade Bloodlines habe, dann hätte ich leider Gottes jetzt geladen. Das ist schon schwierig, das ist schon hart. Gut, wir müssen quasi einmal komplett da hinten rüber. Wie sieht's denn jetzt eigentlich aus? Okay, auf 2 habe ich nichts, auf 3 habe ich die abgesägte Flinte. Ja, auf 4 habe ich... Doch, auf 4 habe ich das... Habe ich die Jagdflinte. Auf 5 habe ich nichts. Ah, Maulwurfratten. Ich hasse die Viecher. Ja gut, die hauen schon ab. Aus welchem Grund auch immer. Oder kommen die wieder her? Ne, egal. So, auf 2 hatte ich nichts. Das muss ich eben kurz ändern. Das Heckenschützen-Ding. Ne, ich hau die Jagdflinte auf die 2. Auf die 3 kommt das Heckenschützen-Ding. Auf die 4 die abgesägte Flinte. Wieso habe ich noch ein Sturmgewehr? Habe ich das nicht verkauft? Egal. Auf 5 habe ich auch noch Platz. Da würde ich sagen, haue ich einfach für das allerletzte Mittel die 10mm Pistole hin. Und gut ist. Ich glaube, mehr ist jetzt auch nicht unbedingt wichtig. Stirb! Wie? Nicht getroffen. Wie? Nicht getroffen! Am Arsch! Geh weg!
Ich hasse dich, du Kackvieh. Ich hoffe, du stirbst an irgendeiner Krankheit. Ah, warte, das Viech ist ja quasi eine ganze Krankheit. Alter, hör auf. Mieses Stück Scheiße. Ich sterbe an Maulwurfsratten. Meine Fresse. Gib her die Wichse. Ah. Oh. Nur weil ich da am Anfang nicht getroffen habe, so eine Pisse. Ich habe da, glaube ich, nicht mehr so viele von. Deswegen müsste ich eigentlich schauen, dass ich da jetzt nicht zu viele von missbrauche, sage ich schon. Verbrauche. Junkfood. Leguanbissen. Maulwurfsrattenfleisch. Nehmen. Stimpack auf 7. So. Da vorne könnten wir eigentlich rüber. Gut, das hatte ich mir jetzt ein bisschen besser vorgestellt. Ich brauche unbedingt noch hierfür Munition. Was für eine Munition verballert die eigentlich? Das weiß ich gerade gar nicht. Ich glaube, 32er Kaliber. Ich weiß genau, was diese Waffe für eine Munition verballert. Und zwar Kaliber 32. Okay. Hätten wir das auch schon mal. So. Meine Güte. Gut. Hätten wir das auch überlebt. Ist doch schön. Alter, was zur Hölle macht hier so ein Teil? Das Wasser sieht auch sehr, sehr toll aus. Meine Radioaktivität steigt auch. Oh Mann. Kann ich hier nicht irgendwo durch? Kommt schon. Na, ja gut, dann muss ich halt nochmal kurz ins Wasser. Ekelhaft. So, schauen wir uns mal eben kurz das Wrack da an. Vielleicht gibt es da irgendwas zu holen. Und danach auch direkt weiter Richtung Minefield. Ich hatte jetzt echt nicht mehr im Kopf, dass das Minefield so weit weg ist. Muss ich zugeben. Ich habe echt gedacht, Minefield wäre etwas näher dran. Dampferzeuge nicht mit. Bleirohr kann ich nicht wirklich gut verkaufen. Ja, jetzt bin ich gerade wieder im Wasser. Das ist doof. Messer. Nee. Ich weiß nicht, kann man mit einem Messer ein Kampfmesser irgendwie reparieren? Ich glaube nicht. Ich kann es gerade allgemein nicht reparieren. Ha, lol. Ja gut, weg damit. Da ist aber ein Haus, ne? Das Haus interessiert mich gerade. Ich möchte mal schauen, was da so abgeht. Beziehungsweise, was wir hier für eine Gegend haben. Sieht aus wie so ein kleines Dorf. Was zum Fick? Wo sind wir hier? Negligé. Nee. In das Haus komme ich auch nicht rein. Aber hier scheint es etwas zu geben. Ah, warte mal. Ich glaube, das Dorf, das kenne ich sogar noch. Ja, ich weiche jetzt gerade vollkommen von meinem eigentlichen Plan ab. Muss ich ja sagen. Eigentlich war mein Plan ja Richtung Minefield zu latschen, aber... Das macht halt dieses Spiel aus. Man kommt halt mal des Öfteren von seinem eigentlichen Plan komplett ab. Weil man dann auch nochmal so etwas entdeckt und sich denkt, oh geil, da muss ich jetzt aber auch mal reinschnuppern. Den Ort möchte ich jetzt aber entdecken. Hey, wer sind Sie? Ich führe nichts Böses im Schild, ich bin nur auf der Reise. Gut.
Was wollen Sie? Ich möchte mich nur etwas umsehen, keine Angst, ich tue Ihnen nichts. Ach, keine Ahnung. Ich wollte ein paar Brände legen und ein paar Leute töten. Man kann nie vorsichtig genug sein. Ich warne Sie. Es ist nicht sicher hier. Kürzlich haben Supermutanten angegriffen und einige von uns verschleppt. Kommen Sie rein, aber machen Sie keinen Ärger. Klar? Ah, ich glaube, ich weiß genau, was das hier genau war. Gut, Big Trouble in Big Town. Wir werden dort später noch hingehen. Ja, da werden wir später hingehen. Das machen wir erst später. Ich werde mich jetzt erstmal an meinem eigentlichen Ziel festhalten und Richtung Minefield latschen. Ich meine, auf dem Weg Richtung Minefield werden wir sowieso das, den einen oder anderen Ort entdecken, weil so weit entfernt wie Minefield ist, bleibt das einfach nicht außer Acht. No? Das wird zwangsläufig passieren, dass wir viele Orte entdecken, mehr oder minder. Ah, eine Blähfliege. Oh. Stirb, du dämliche Blähfliege. Ich hasse die Viecher. Die gehen einem so tierisch auf die Nüsse. Oh, warte mal, sind das Raider? Sieht ein bisschen danach aus, aber ich kann mich gerade irgendwie nicht so festlegen. Die sind nämlich gerade nicht rot markiert. Okay, die schießen auf mich. Der eine schwimmt tatsächlich hier durch? Na, dann komm mal her, Kollege. Okay, Stimpax. Schieße einfach mal auf den Körper. Schön verkrüppelt. Komm her, los. Und noch mehr. Die abgesägte Flinte ist irgendwie nicht ganz so gut, wie ich es mir erhofft hatte. Kronkorken, Splittergranate. Und dass die mir gerade so auf die Nüsse gehen, das gefällt mir auch nicht. Ich treffe nicht, oder? Oh, meine Genauigkeit ist echt am Arsch hier. Muss ich zugeben. Das ist weitaus Besseres, ey. Ich treffe bestimmt kaum. Ha! Weil mich wundert gerade eine Sache. Warum sind meine FPS gerade bei 50? Ah! Ich habe mich dadurch getroffen. Hacker! So, schön zerdeppern. Oh. Au, hör auf damit. Du schwimmst doch jetzt nicht ernsthaft. Okay. Okay, hier schieße ich nur dagegen. Hä, wo ist der hin? Ich habe keine Heilung mehr. Das ist nicht so schön. Na ja, komm. Was ist das für ein Kacklappen? Yes, yes, yes. Jetzt hockt er da unten drin, oder was? Komm schon. Ziel auf seinen Kopf. Ich treffe den irgendwie nicht. Der ist mir komplett suspekt, der Typ. Greift er mich jetzt wieder an?
Ich bin verrückt, du hast auf mich geschossen, du Hure! Dämliches Stück Scheiße! Oh. Okay, ging vielleicht jetzt etwas zu weit. Ah. Ja gut, ich brauche irgendwie ein bisschen was, um mich zu heilen. Aber gut, wir haben jetzt rein technisch gesehen so ein kleines Lager von denen auf den Kopf gestellt. Also so schlecht war die da ganze Aufruhr jetzt doch nicht. Schauen wir nochmal, was die hier haben. Oh, 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 oh. Yes. Ich werde jetzt demnächst einfach keine... Oh. Was ist mit den FPS los? Was wird gerade geupdatet? Das ist scheiße. Instapüree. Oh ja. Schachtel Zigaretten. Na. Vorkriegsgeld. Eine Stange Zigaretten. Die müsste ich eigentlich mitnehmen, weil die nämlich recht viel wert ist. Und auch Zigaretten an sich, bemerke ich jetzt gerade erst. Habe ich jetzt gerade erst wieder so auf dem Schirm, muss ich zugeben. Na gut, da ist nichts drin, was sich für mich lohnt. Haben sie hier noch irgendwo was? Nee. Ja gut, aber das hat sich ja eigentlich doch schon gelohnt. Es war... Oh. Ah. Schrotpatron, Schrotpatron, nice. Baseballschläger, Schrotpatron. Nehme ich alles mit. Landminen, die haben sehr, sehr viele Minen hier gehabt. Nice. Altmetall. Eine Kamera. Eigentlich kann ich wirklich jeden Ramsch mitnehmen, weil was ich sowieso irgendwie alles verkaufen lässt. Das ist ja das Interessante daran. Eine leere Metall, das ist so gut. Sonst ist ja nichts mehr. Da. Gut. Weiter geradeaus. Wie sieht's eigentlich zeittechnisch aus? Ah, gut. Ein bisschen habe ich noch. Und wie weit sind wir bisher gekommen? Ach, doch schon ganz ein... Doch schon ein Stückchen. Ich sehe, da ist ein Zaun. Ich hoffe, der ist da vorne nicht mehr. Das wäre nämlich ein wenig scheiße. Aber ich muss noch mal eben kurz was gucken. Instapüree... Ah, ich will Coca-Cola Quantum jetzt nicht nehmen. Das haut auch nur meine AP hoch und nicht meine TP. Na komm, ich muss die Stimpack. Oh, du Ficker. Ist nicht euer Ernst. Was? Oh Gott. Was zur Hölle macht da ein verdammter Supermutant? Ah, und da ist auch das Schoßhündchen der Supermutanten. Eindeutig nicht gut. Komm schon, weg mit dir. Ich hab nicht mehr viel Schuss. Oh, Kacke. Ah. Weg hier. Oh, mein Kopf. Diese Supermutanten sind einfach so strohdumm. Na komm. Lad nach, komm schon. So, meine Fresse. Oh Gott, ey, das tut mir jetzt aber ziemlich leid, dass der heutige Part so komisch laggy ist. Ich weiß auch nicht, ich weiß echt nicht, was zur Hölle das soll. Das ist voll arschig. Werde ich nach der Aufnahme mal gucken, ist ja eh gleich vorbei.
Ich hoffe echt, dass es nicht so schlimm ist. Gut, Waffen. Meine Güte, haben wir wieder viele Jagdflinten. Abgesägte Schrotze. Auf 6 haben wir jetzt gerade nichts. Dann nehme ich mal die Splitterminen. Weil die Splitterminen, die können uns einen sehr, sehr guten Vorteil verschaffen. Boah, dass da jetzt ein Supermutant kam, ne? Der hat mich ja vollkommen aus der Bahn geworfen gerade. Ah. Das ist jetzt aber kontraproduktiv, dass ich hier bin. Oh, warte mal. Bleib da, bleib da, bleib da, du Sau. Bleib da, bleib da, bleib da, du Sau, du Hurenbock, du Arsch, du Nudel. Bleib jetzt hier, du Sack. Ah. Du bist in keinem Haus, Roboter. Warum glaubst du das? Ah, hallo. Brauchen Sie was? Bieten Sie irgendwas zum Verkauf an? Hier. Willkommen im gottverlassenen Höllenloch. Es ist klein, aber mein. Redet der von seinem Penis? So, das nehmen wir mit. Verdammt, der hat keine verfickten Stimpacks. Das ist eigentlich das, was ich am ehesten brauche. Aber der hat 192. Da kann ich dem zumindest ein bisschen was abzocken hier. Besonders mit den ganzen Zigaretten. Nee, das jetzt nicht. Stange Zigaretten. Zack. Lässt sich doch gut verkaufen. Geben Sie mir Bescheid, wenn Sie sonst... Ich sehe... Ja, komm. Und das auch. Der Rest nicht. Stimmt was nicht mit dem Roboter? Der Roboter mag ihr Haus wohl nicht, verstehe ich. Die Architektur ist kacke. Was? Achso, das ist witzig. Dieser Roboter hängt in einer Art Schleife. Seit einer Stunde brabbelt er von Häusern und Vorräten. Ich hab's aufgegeben, ihn reparieren zu wollen. Ich könnte versuchen, den Roboter zu reparieren. Was kriege ich, wenn ich ihn repariere? Danke. Wenn Sie ihn wieder hinkriegen, kann ich Ihnen einige Energiezellen als Bezahlung geben. Kommen Sie einfach wieder, wenn Sie fertig sind. Okay, dann sind wir uns also einig. In Ordnung. Reparieren Sie diesen Roboter, dann gebe ich Ihnen ein paar Energiezellen. Viel Glück. Du bist in keinem Haus. Ich brauche einen Wert von 40. Ich könnte den Roboter zerstören. Roboter. Ha! Warum glaubst du das? Okay. Ich frage mich gerade, ob die weiterhin hier bleiben oder nicht. Wenn die weiterhin hier bleiben, dann würde ich nämlich jetzt echt erstmal gucken, dass ich ein bisschen was an Level bekomme. Weil mit meinem nächsten Level werde ich ja sowieso wieder die Möglichkeit haben, zuallererst mein Dietrich-Skill auf ja, warum nicht? Auf 100 zu bringen. Und dann das Allerwichtigste überhaupt. Was war das? Das klang gerade echt, als würde da irgendwas Extremes explodiert worden sein. Wow. Nee, damit möchte ich mich jetzt erst noch nicht befassen. Na gut, wenn die weiterhin hier bleiben, hätte ich kein Problem damit. Ich werde hier einfach später mal hinten wieder vorbeischauen. Wenn ich einen Wert von 40 habe, dann repariere ich das Ding einfach mal und ja, spiele den guten. Aber ich hatte gerade echt eine etwas andere Stelle mehr oder minder im Kopf. Pfeil, Finanzen, Clipboard. Ja, das ist das, was die Leute möchten heutzutage. Die möchten unbedingt ein Finanzen, Clipboard. Ah, da sehe ich schon wieder einen Gegner. Ach, ein Raider. Einfach mal anschießen auf der Entfernung. Ja, klappt doch. Oh Gott, der schmeißt Granaten. Dieser Drecksack. Bleib hier, du Pisser. Achso, ja gut, der läuft ja schon auf mich zu, also will ja unbedingt sterben.
Zack. Okay. Der hat nur ein Bediatkö. Na gut. Dann würde ich aber schon sagen, war's das hier erstmal. Und Minefield werden wir dann in der nächsten Folge erreichen. Hoffe ich mal, sofern uns da nicht irgendwie großartig was in die Quere kommt. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich entschuldige mich nochmal für die Laggigkeit hier. Keine Ahnung warum. Keine Ahnung warum das plötzlich so war. Irgendwas muss ich im Hintergrund geupdatet haben. Oder irgendetwas hatte ich an, wodurch das irgendwie passiert ist. Aber gut. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, schreibt es mir in die Kommentare. Und wenn euch etwas nicht gefallen hat, schreibt es mir auch in die Kommentare. Denn nur so kann ich mich verbessern. Bis zum nächsten Mal und tschüssikowski.